Moin und hallo. Starten wir doch mal mit einer erfreulichen Nachricht. Weg mit den Nachrichten, die einen nur herunterziehen. Denn die Arbeitslosenquote im Oldenburger Münsterland liegt erstmals unter 4%. Genauer gesagt im Kreis Vechta bei 3,4% und im Kreis Kloppenburg bei 4,2%. Tihe, da kann ich als gebürtige Bremerin nur große Augen machen. Die Zahl der unbesetzten Stellen steigt außerdem noch weiter an. Streit um Preisabsprachen kommt vor das Oberlandesgericht Düsseldorf. Wiesenhof und Heidemark wehren sich gegen Vorwürfe. Die Unternehmen bestreiten, an Preisabsprachen beteiligt gewesen zu sein und gehen damit gegen die vom Bundeskartellamt verhängten Bußgelder in Millionenhöhe vor. Wir haben auch in diesem Jahr wieder einen Video-Adventskalender für euch und dieses Mal könnt ihr sogar jeden Tag etwas gewinnen. Schaut vom 1. bis 24. Dezember gerne täglich vorbei auf unserer Homepage www.oldenburgische-volkszeitung.de. Ganz oben findet ihr dann immer die Verlinkung zum jeweiligen Türchen des Tages. Der Weihnachtsmarkt in Vechta wartet auf euren Besuch. Und auch in Lohne wurde der Weihnachtsmarkt am Donnerstag eröffnet. Letztes Jahr waren die Temperaturen ja eher mild. Da mochte man ja kaum einen Glühwein bestellen. Mal schauen, wie kalt der Winter in diesem Jahr wird. Ich wünsche euch einen schönen und erholsamen ersten Advent und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.